Hallo zusammen, ich bin der Fabian, Bergführer von der Alpinschule Höhenfieber. Und ich möchte euch heute gerne etwas zeigen zur Gehtechnik beim Skitourengehen. Wenn ich einen Schritt mache, lüpfe ich einfach den Fuß auf. Der Ski bleibt aber alles auf dem Schnee. Dann schiebe ich den einfach vor. Dann wechsle ich das Gewicht, den nächsten Fuß führen. Und so kann ich ewig weit laufen und es braucht gar nicht viel Kraft. Wenn ich eine Kurve machen muss, laufe ich einfach auf die Kurve zu, stelle den Talski nach außen wie ein A, den Bergski wie ein V und den nochmal wie ein A. Und schon bin ich um die Kurve herum. Wenn das nicht zu steil ist, dann geht das tiptop ohne Spitzkehre. So, jetzt wird das doch etwas steiler. Jetzt machen wir hier eine Spitzkehre. Ich zeige euch schnell, wie die funktioniert. So, dazu ist wichtig, dass ich zuerst einmal genug weit über die neue Spur rauslaufe. Und jetzt gehe ich mit dem Bergski einfach zurück und drehe den im Skischuh entlang, bis ich ihn in die neue Spur setzen kann. Nachher suche ich eine stabile Position mit meinen Stöcken und tue mein ganzes Gewicht auf den Ski wechseln, den ich jetzt gerade gewechselt habe. Mein Talski nehme ich einfach zurück und dank der Pinbindung geht einfach hinten runter und näher an meinem Bein zu. Kann ich den jetzt einfach drehen und weiterlaufen.